Crytek ist ohne Wenn und Aber einer der bekanntesten deutschen Entwicklerschmieden. Zugegeben, bei uns so im Haus jetzt nicht unbedingt der beliebteste, aber ohne Wenn und Aber einer der bekanntesten. Und vor allem, was Grafik und Engine angeht, auch eine der talentiertesten. Das muss man schon so sagen. Ja. Die Jungs von Crytek standen allerdings im letzten Frühjahr unter erheblichem finanziellen Druck. Es gab da mehrere Gerüchte und Probleme. Fakt war aber, dass sie kurz vor dem Aus standen, weil das Geld halt nicht mehr vorhanden war. Und Anfang dieses Jahres, beziehungsweise im März, gab es dann aber die mysteriöse Rettung der, beziehungsweise einer der Chefs, der Yearly Brothers oder Brüder, wie auch immer, hatte halt gesagt, dass es jemanden gab, der sehr, sehr viel Geld in die Firma reingebuttert hat. Wer das war, wusste man nicht und weiß man immer noch nicht zu 100%, aber Kotaku und ein paar andere Blogs, beziehungsweise Journalisten sagen, sie wüssten, wer es ist. Es ist nämlich Amazon und die haben nicht nur ein paar Millionen reingebuttert, sondern circa 50 Millionen bis 70 Millionen US-Dollar und das ist unglaublich viel Kohle. Nun ist die Frage erstmal, stimmt die ganze Nummer oder stimmt sie nicht? Das können wir mit diesem Video jetzt nicht beantworten. Was man aber sagen muss, ist, dass Kotaku bei diesen Geschichten eigentlich immer relativ gut informiert war, beziehungsweise ist. Also Kotaku und Gossip-Zeug, da sind sie eigentlich immer ganz gut dabei. Das war ja mit der Assassin's Creed-Nummer und so weiter nicht anders. Also Kotaku kann man dann noch eher vertrauen, es ist eher irgendeiner deutschen komischen News-Seite oder sowas. Im Sinne von, selbst wenn Golem das schreibt, Golem würde ich da auch nicht so sehr vertrauen, weil du musst schon in dem Land sein, wo solche Sachen passieren, dass du das auch wissen kannst. Yeah. Klar, Crytek ist halt in Deutschland, aber es geht um Amazon letztendlich. Ja, aber Kotaku hat halt sehr, sehr viele Insider, das ist halt... Ja, natürlich. Insider wissen. Genau, 50 bis 70 Millionen US-Dollar sollen es sein und das rettet Crytek natürlich sowas von den Arsch. Die Sache ist aber so, dass Amazon laut den Details, die wir jetzt hier erfahren haben, Crytek nicht gekauft hat, wie zum Beispiel Double Helix Studios, die zum Beispiel zuletzt für die Xbox One Killer Instinct gemacht haben, sondern das Ganze soll ein Lizenzdeal sein und den kannst du mal so ein bisschen im Kern erklären, wie er denn sein soll angeblich. Ja, grundsätzlich geht es eben darum, es ist eben so, wenn du zum Beispiel jetzt die Unreal Engine haben willst, Unreal Engine kauft man in dem Sinne nicht, sondern man lizenziert sie. Man sagt sowas wie, ey, ich gebe dir jetzt so und so viel Geld und dafür darf ich dann eben einen Spieler mit entwickeln und dann läuft das. Unreal Engine 4 macht das zum Beispiel so, dass die einfach 5% von den kompletten Einnahmen von diesen Spielern einfach abhaben wollen. Das ist deren Lizenzmodell. Die CryEngine müsste da eben noch ein bisschen traditioneller sein, wo es dann eben... ja, abhängig ist, was du eigentlich damit vorhast. Das heißt, je größer deine Idee mit dieser Engine ist, je mehr du damit machen möchtest, desto mehr Geld musst du theoretisch zahlen. Und 50 bis 7 Millionen US-Dollar würde bedeuten, dass Amazon jetzt nicht nur vorhat, einen Spieler zu entwickeln, nicht auch nur 10 Spiele. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr, was sie damit vorhaben, wenn sie so viel Geld da reinbuttern. Das ist ein komplettes Grundgerüst eigentlich, was sie sich da aufbauen. Wohl, vermutlich. So, was kann man mit der CryEngine denn eigentlich alles machen? Eigentlich kann es nur Spielesoftware sein? Nö. Nee. Rein theoretisch kann es alles sein. Engine kannst du auch verwenden, was weiß ich. Einfach mal sowas wie Amazon zeigt jetzt hier ihren neuen hier Fire-Dingens, HDMI-Steckding oder was sie auch immer da haben. Wir haben noch mehrere diese Plattformen und so Kram. Stell dir mal vor, wir würden einfach eine Oberfläche mit der CryEngine machen, dass das halt alles hübsch in 3D ist oder sonstiges. Solche Sachen kannst du damit auch umsetzen. Warum denn nicht? Ich meine, eine Engine ist ja nun heutzutage nicht nur einfach so da, um ein Spiel darzustellen, sondern du kannst mit einer Engine wirklich alles machen. Und wenn du einfach sozusagen dein Menü damit designen willst, wäre sozusagen einfach eine Applikation, die am Anfang gestartet wird, die halt wirklich lightweight ist, damit die auch schnell gestartet wird. Aber hättest dafür halt ein optisch ansprechendes Menü. Klar brauchst du ein bisschen Power dafür, aber ich glaube, das ist auch irgendwo das Ziel der ganzen Sache, dass die nächste Generation von den Amazon-Produkten ein bisschen mehr Power haben. Das Ganze ist übrigens auch so, dass Crytek generell sowas auch schon öfter gemacht hat. Also CGI-Effekte, Filme, Werbe, Spots und Co. Beziehungsweise einfach Elemente für halt Serienfilme, was auch immer. Soweit ich das mal mitgekriegt habe, hat Crytek da sogar mehr Geld mitgemacht als mit den eigentlichen Spielen. Nicht im Sinne von Umsatz, sondern im Sinne von Plus. Genau, das heißt also, da haben sie auch durchaus Know-how drin. Und das wird die Engine dann wohl auch definitiv können. Natürlich. Die Quizfrage ist nur, Amazon ist halt so jemand, der in den letzten Jahren wirklich viel versucht hat. Das Fire Phone, was ja auf den ersten Blick ganz nett war oder wirkte, aber ein Vollflop war, wirtschaftlich wie auch als Gerät so generell. Hast du das mal jemals in der Hand gehabt? Nee, nie. Gut, brauchst du auch nicht.
Also sie haben ja auch viele Sachen, wie gesagt, konsequent in den Sand gesetzt. Allerdings da auch immer wieder Erfolge feiern können, die auch den Markt dann wirklich umgekrempelt haben. Bestes Beispiel ist da der Kindle. Ja. Das ist halt den kompletten E-Book-Markt mal wirklich nach vorne getrieben, beziehungsweise eigentlich ist Amazon der E-Book-Markt. Und jetzt bei dieser Geschichte kann ich mir halt auch vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass sie jetzt in Kooperation mit Crytek, beziehungsweise der CryEngine oder was auch immer Crytek da noch in der Hinterhand hat, das komplette System 2.0 aufbauen. Das heißt, all ihre Entertainment- und Softwarepakete und so weiter, alles mit der CryEngine verbinden. Weil, wie gesagt, wenn es wirklich 50 bis 70 Millionen sind, dann ist das viel. Und ist lang. Vermutlich auch lang. Ja. Es würde halt Sinn ergeben, wenn man wirklich dann die CryEngine verwendet und auf irgendeiner Plattform. Und wenn jetzt noch Amazon was Neues vorhat, das wissen wir nicht, aber sozusagen, dass auf jeder Plattform das Ding da mit drauf ist. Also, ja, das wird schon ein bisschen mehr sein. Ja, also die meisten Quellen sprechen auch so dafür, beziehungsweise anonyme Quellen, deswegen sollte man das immer mit Vorsicht genießen, dass die CryEngine halt die Basis sein soll für die eigene Amazon Engine, beziehungsweise die halt entwickelt werden soll. Soll halt, was du eben gerade auch gesagt hast, eine Amazon Engine entwickelt werden, die halt im Grundgerüst auf der CryEngine basiert. Und das wäre eigentlich quasi das, was du auch gerade gesagt hast. Eben. Also natürlich ist es natürlich. Du kannst jetzt einfach die CryEngine nehmen, auf Android packen und dann auf einmal kannst du damit, andere Applikationen starten. So, natürlich nicht, aber halt das Grundgerüst dafür, dass eben alles miteinander funktioniert und sonstiges. Weil klar, es ist auf jeden Fall sehr viel intelligenter, sich eine Engine auszusuchen und die zu modifizieren, als wirklich eine von Grund auf neu zu schreiben. Weil, warum? Heutzutage brauchen wir das nicht mehr. Theoretisch hätte Amazon ja bei dieser Geschichte, also wir gehen jetzt mal davon aus, okay, sie haben sich überlegt, wir wollen so eine Software-Engine beziehungsweise Grafik-Engine, eine Engine, es ist ja einfach nur eine Engine, nicht Grafik und Software, bla, eine Engine kaufen und das Unternehmen dahinter auch mit einem Lizenzdeal richtig an uns binden, weil auch wenn sie Crytek nicht gekauft haben, Crytek ist jetzt sehr abhängig von der ganzen Nummer, vermutlich zumindest, die hätten sich ja jede Engine eigentlich kaufen können, Amazon, weil Kohle haben sie ja wie blöd. Egal ob eine Unity, eine Unreal, eine CryEngine, sie hätten sich ja technisch oder rein finanziell jede kaufen können. Ist da die CryEngine dann wohl wirklich die klügste Wahl oder war sie halt die einzige, die halt in irgendeiner Weise frei war oder die auch wirklich verkaufen wollten oder Geldnöte hatten und deswegen billiger waren oder keine Ahnung? Also wenn einmal, wie gesagt, ist alles an sich ein Gerücht, aber wenn Amazon jetzt wirklich das gemacht hat, dann wären die nicht nur bei Crytek angeklopft haben. Glaubst du, dass Crytek vielleicht aber auch, also das ist gar nicht mal so, dass sie die geilste Engine haben, wobei gut, okay, wenn ich mir so vorstelle, du sitzt so als Amazon-Einkäufer, sage ich mal ganz bescheuert, da irgendwo in so einem Saal und guckst dir halt da ein Demo-Reel an, dann kann ich mir halt gut vorstellen, dass die CryEngine da schon mit die beeindruckendste ist, einfach wegen den grafischen Vielfalt. Ich glaube aber, dass Amazon nicht so fungiert, sondern dass sie deren Technikerabteilung gefragt haben, was denn benötigt wird und was man da machen kann und sie so sozusagen dann die Deals abgeschlossen haben. Ich glaube nicht, dass Amazon so ein Laden ist, der sich irgendwo hinsetzt, sich Demo-Reels anguckt und sagt, na guck mal, da laufen Pferde rum, das brauchen wir für unser Menü. Ja gut, aber glaubst du nicht, dass das so bei so einer Präsentation grundsätzlich eine CryEngine beeindruckender wirken kann, zumindest auf den ersten natürlich Blick, als das, aber ich von mir aus eine, weiß ich nicht, such dir eine andere Engine aus, mir egal, man kann vergleichen. Das kann absolut sein, aber ich bleib dabei, dass Amazon garantiert nicht danach ging. Darum ging es ihnen nicht, das war nicht deren Ziel. Glaubst du denn trotzdem, dass die CryEngine so die klügste Wahl vielleicht sein könnte? Einfach mal so. Ich bin ja heute sozusagen eher an dem Punkt angelangt, wo ich sage, jede Engine ist die klügste Wahl. Also es gibt einfach keine klügere, bessere oder sonstiges. Ob die jetzt Unity, Unreal, CryEngine oder was weiß ich, Renderware, die gibt es ja auch noch oder all so ein Schnickschnack verwendest. Das ist Schnickschnack. Das ist egal. Hauptsache, du kannst damit umgehen. Das ist das Wichtigste. Und Amazon hat die Techniker, Amazon hat die Leute, die damit umgehen können und die werden damit schon was machen können. Und es ging wahrscheinlich echt nur um, ja, letztendlich entsprechen die Features von der Engine wirklich das, was Amazon will. Das wissen wir halt nicht. Wir müssen erstmal wissen, was Amazon damit machen will. Und dann natürlich, was sagen die Techniker im Sinne von, ey, wir haben in unserem, weiß nicht, 1000-köpfigen Entwicklerteam haben wir schon 500 Leute, die mit der CryEngine gearbeitet haben. Bam. Also, ist das schon mal ein Plus. Darum geht's halt immer letztendlich. Jetzt hat ja, wie gesagt, Amazon vor ein paar Monaten auch Double Helix Games gekauft. Und das ist ja wirklich ein klassischer Videospielentwickler. So, jetzt haben sie obendrauf noch einen richtig fetten Lizenzdeal mit einer zumindest im Kern klassischen Videospiel-Engine, auch wenn man die für vieles andere benutzen könnte. Kann es nicht auch einfach doch sein, dass Amazon einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt mal hier den Games-Markt, den rollen wir mal sowas von auf?
Kann passieren. Aber ich glaube nicht, dass sie das mit nur einem Entwickler schaffen. Ich glaube auch nicht, dass sie da eine Chance hätten. Nee. Auch nicht mit, ich meine, Double Helix also, mag zwar ganz gut sein und solche Sachen, die sind aber. Gut, die sind gut, aber sind, einer ist alleine. Ein gutes ist auch, aber es ist jetzt auch keine Firma, erstens mit einem großen Namen. Ich meine, ich glaube, die meisten, die jetzt dieses Video sich hier anhören, werden keine Ahnung, was Double Helix eigentlich ist. Es ist halt so, ja, es ist eine Firma, die es halt schon länger gibt, aber wer kennt die? Und zweitens, was soll Amazon bieten? Also, was Geld. Würden sie machen? Ja, nein, nein, für den Markt, im Sinne von, dass auch nur ein Fan ist, das wirklich bekannt werden kann. Ich meine, die können jetzt ja so viel Marketing in etwas reinwerfen, wie sie wollen. Wenn das Produkt am Ende scheiße ist, dann werden das Leute zwar kaufen, aber sie werden nicht den Nachfolger kaufen, weil das Produkt scheiße war. Hast du eigentlich mal irgendeins von den Amazon Game Studio Games, Nee, Amazon Game Studios, so heißen sie. Hast du da schon mal irgendeins mal von gespielt? Welche waren das denn? Muss man die kennen? Ich kann dir mal einen Link schicken, dann kannst du mal gucken, ob du zufälligerweise zumindest mal eins davon angeguckt hattest und so weiter. Das ich sage, oh Gott! Das sind halt alles kerntechnisch jetzt erstmal Mobile-Android-Spiele, was aber auch Sinn macht, weil die Amazon-Konsolen ja auch alles Android-Konsolen sind. Allerdings kenne ich ehrlich gesagt niemanden, der eine Amazon-Konsole hat. Ich kenne ein paar, die den Fire TV haben und so weiter, aber eine Amazon-Konsole kenne ich niemanden. Ich habe auch noch nie diesen Controller in der Hand gehabt. Witzigerweise machen sie aber auch. Also laut dieser Seite ist es alles für Fire Phone, Fire Tablet, iPhone und iPad, aber naja, gut, keine Android-Spiele oder sagen die es einfach nur nicht? Nee. Amazon, ich glaube, das war mal so, dass sie es nicht über Android vertreiben wollen, weil wenn Android, dann nur die eigenen Geräte. Ah, okay, weil deren ja auf Android basiert. Genau, genau, das war irgendwie mal so eine Nummer und so weiter. Ich behaupte aber mal, dass man die bestimmt irgendwie mit einem kleinen Workaround auch auf einem normalen Android, aber das ist ja egal. Ja. Ich meine das mal so gelesen zu haben und ja, dass die iPhone und Co. mitnehmen, wollen sie wohl, müssen sie wohl, keine Ahnung. Ja. Die Frage ist halt nicht, ob schon ein paar Spiele irgendwie mit der CryEngine gemacht sind. Ich weiß gerade nicht, was, ich glaube die neueste CryEngine läuft auch auf Mobile oder nicht. Das, ich kenne aber kein CryEngine-Spiel mobile, muss ich zugeben. Nee, ich kenn, also sagen wir so, ich kenne kein relevantes, ich kenne auch kein relevantes Unreal-Spiel, was mir da. Ich muss ja leider sagen, dass ich keins von diesen Spielen gespielt habe. So die zwei, die interessant für mich wären, ist Tofu Fury und Lost Within. Habe ich aber beide nicht gespielt. Den Link übrigens zu der Webseite von Amazon Games, für alle, die zu faul sind zu googeln, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr irgendeins dieser Spiele kennt. Und wenn ja, schreibt mal in die Beschreibung, ob die irgendwie was taugen und ob die vielleicht auch ein gewissen besonderen Flair haben oder ob es einfach nur ein gutes Spiel ist. Also was heißt einfach nur, soll ja nicht abwertend sein, aber. Ne? Ja, zum Beispiel jetzt hier, Lost Within kommt ja noch, angeblich, ich weiß jetzt nicht, wie häufig diese Seite aktualisiert wurde. Ah, okay, ups. Und Till, hier ganz oben, Till Morning's Light kommt auch noch. Aber die anderen kann man schon besorgen, also, meh. Ja, ja, ja. Sieht aber jetzt nichts davon so außergewöhnlich aus, aber, also wenn Amazon auf dem Gamesmarkt mal umkrempeln will, dann. Aber das wirkt ja so, als wollten sie es eigentlich mit Mobile machen, ne? Also, ich frage. Ich glaube, die da auch irgendwo Pläne in der Hinterhand haben und sagen, wir wollen es doch noch mehr machen. Wir machen mal eine dicke Konsole, oder was? Konsole glaube ich nicht. Ich glaube, die wissen, dass das blöd ist. Ja. Das glaube ich gar nicht. Also, so. Weil wozu? So, das ist. Was mit so einer tragbaren Nummer? Also, so ein Crossover. Das eher, also, wenn das eine Konsole wäre, dann wäre es eher. Tragbar. Was man immer so munkelt, dass Nintendo sowas mal jemals machen würde. Eine Konsole, die mobile ist, aber auch gleichzeitig noch an Fernseher angeschlossen werden kann oder irgendwie sowas. Ja, mit Telefonoptionen und Co. oder keine Ahnung, wie es Amazon dann wohl machen will. Ja. Ja, also das glaube ich auch. Also Fakt ist halt, dass wir hier keine Nummer 4 im Konsolenmarkt sehen werden. Das glaube ich, du musst viel zu viel Kohle da rein investieren, um da irgendwie greifen zu können. Und der Mobile-Markt ist da halt, risikofreier, sagen wir es mal so. Das ist halt eine spannende Nummer. Also für Crytek ist es natürlich erstmal super, weil die haben genug Kohle und können sich jetzt über Wasser halten. Irgendwann ist die Kohle natürlich aber auch weg. Das heißt also entweder kriegen sie da irgendwie eine längerfristige Geschichte bei zustande mit Amazon oder werden gar geschluckt oder kriegen vielleicht doch mal wieder ein ordentliches Spiel hin, das sich auch ordentlich verkauft, weil das war ja dann meistens so das Problem bei Crytek. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Deal jetzt auch erstmal heißt, dass die Jungs und Mädels von Crytek halt eigentlich gar keine Zeit haben, ein großes Spiel zu machen. Nö. Aber dann wiederum, also, sagen wir so, Amazon hat sie nur lizenziert. Bedeutet, eigentlich muss jetzt Crytek nichts mehr machen. Das Ding ist halt, was machen sie jetzt danach? Im Sinne von, sie haben jetzt mal wieder Geld, aber das wird jetzt wahrscheinlich eine einmalige Rise Sache zwei, gewesen sein. Rise 2!
Ja, zum Beispiel. Aber jetzt haben sie sozusagen das Geld. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne leider die Zahlen von Crytek. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie reicht, um aus den Miesen rauszukommen oder... Nee, das klingt immer nach viel Geld, aber Fakt ist halt, die haben viele Mitarbeiter und Co. Also so 50 bis 70 Millionen reichen jetzt auch nicht, um, weiß nicht, 10 Jahre sich über Wasser halten zu können, ne? Nee, ich glaube, ein Jahr schaffen sie vielleicht mit Glück. Wenn überhaupt. Also das ist ja egal. Sie machen ja, sie geben ja auch Geld aus, so ist es ja nicht. Ja, musst du ja das auch. Ist ja, ja, und deswegen, also ich glaube, 50 bis 70... Und dann denkt man an die Steuern. Ja. Immer an die Steuern denken. Stimmt, da kommen ja auch noch was von weg. Sie werkeln ja eigentlich zumindest noch an Homefront Revolution, oder hat sich da irgendwas geändert und ich habe was nicht mehr mitbekommen? Wieso Homefront auch an Deep Silver verkauft? Aber hatte das, ja, aber soll nicht Crytek die, wie war denn die Nummer denn? Nein, die hat noch nie ihr englisches, britisches Studio verkauft an Deep Silver und das. Ach ja, stimmt, Homefront. Das war Crytek, Entschuldigung, da war ich schon lange, genau. Das war ja letztes Jahr, genau, stimmt, das war ja letztes Jahr, als diese finanziellen Probleme kamen, hat ja Crytek UK verkauft, was ja mal Free Radical Games oder wie auch immer sie waren, hießen. Ja. Und die sind jetzt quasi alle bei Deep Silver, die heißen jetzt Deep Silver Dambuster Studios, naja. Ja, und die arbeiten jetzt genau weiter an Homefront, aber ja, sitzen immer noch in England und sind wohl immer noch dieselben Jungs. Also die haben dreimal die Firma gewechselt in wenigen Jahren, die Mitarbeiter. Nicht schlecht. Naja, gut. Solange. Und wo arbeitest du? Ich weiß es auch schon nicht mehr. Ich kann mit den Namen nicht mehr mit. Ich krieg einen Paycheck, noch mal 5 Wochen. Freu mich des Lebens. Fünf Wochen haben wir wieder einen neuen Namen. Dann heißen wir Namco Bandai UK. Oder ach, gucken wir mal. Genau, aber gut, okay, die arbeiten an der Nummer. Das heißt, Crytek UK gibt es ja so auch gar nicht mehr, ich trottel. Nee. Tja, genau. Ja, mal gucken, was Crytek jetzt machen wird. Mal so abschließend mal ein bisschen subjektiv zu der Nummer werden. Mochtest du eigentlich irgendein Crytek-Game verhältnismäßig gerne? Far Cry 1? Ich fand damals Far Cry 1 ganz witzig, aber ich hatte damals, es ist mich noch interessiert, es interessieren könnte leider nicht eine PC für sowas. Das war so ein Spiel, was ich damals so, weiß ich nicht, die Demo angespielt habe und damit meinen 7 Bilder pro Sekunde mir anguckte. Und es hat dich damals trotzdem begeistert oder du hast es trotzdem länger gespielt. Heute ein Spiel mit 7 FPS würdest du keine 2 Minuten spielen. Ich behaupte auch immer noch, dass Far Cry eines dieser PC-Spiele waren, die wirklich den Markt noch ein bisschen vorangebracht haben, weil das einer der ersten Spiele war, die dann wirklich immer wieder sagten, ey, wisst ihr was, ihr müsst euch mal eine neue Grafikkarte kaufen. Ja. Weil, sagen wir so, wenn man das halt gespielt hat und man hat mit Grafikeinstellungen rumgespielt und klar hat man eben kaum eine gute Bildrate gehabt, aber dennoch, man hat ja gesehen, was sich ändert und es war schon so, wow, das hat man vorher noch nie gesehen, sowas. Und Open World war die Nummer ja auch noch. Das hast du in der Demo gar nicht gewusst. Sonst irgendein Crytek-Spiel, was du jemals... Hast du Crysis gespielt? Ich hätte auch nur die Crysis die Demo gespielt. Mhm. Das war hübsch. Die Multiplayer-Demo haben wir mal gegeneinander gespielt. Crysis 2, glaube ich, war das. Da war es so... Genau, auf der 360, aber das war ziemlich hässlich. Hast du zufälligerweise... wie hieß es nochmal? Fibble Flicken Roll oder so gespielt? Das war so ein iOS-Android-Spiel. Nee. Gut. Okay. Nie gehört. Was? Okay, nein. Na gut, okay. Keine Ahnung. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war natürlich Rise, Son of Rome. Und das war ja grafisch richtig geil. Und dann war es das auch. Ja, wobei selbst das mit grafisch... Kommt nicht in die PC-Version? Die ist doch schon längst raus. Die muss ich mir nochmal angucken, weil ich glaube, mich hat einfach an der 360 einfach nur die Auflösung umfasst. One. Und dass die Zwischensequenzen ja abgefilmt waren, theoretisch. Und einfach nicht von Engine gerendert werden. Das hat alles dann wieder ein bisschen unspektakulär gemacht im Nachhinein. Ja, das Spiel war aber trotzdem für ein Launch-Spiel wirklich phänomenal hübsch. Aber ja, eure Meinung zu diesen ganzen Gerüchten und was ihr davon haltet, unten in den Kommentaren. Und wie gesagt, wenn ihr eins von diesen Amazon-Games gespielt habt, dann schreibt da doch mal eure Meinung mit rein, würde uns mal interessieren. Und ja, wir sehen uns vielleicht dann schon bald wieder für die nächste Ausgabe. Was passiert. Ja, es breakt ständig was.